Liebe Wernigeröderin, liebe Wernigeröder, werte Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Ausgabe von Der Oberbürgermeister informiert. Heute mal wieder von einer ganz anderen Stelle, nicht aus unserer Stadt, nicht aus dem Büro und auch nicht aus Schierke, sondern aus dem Stadtwald von Wernigerode. Vor wenigen Tagen haben wir Sie alle und die Öffentlichkeit informiert über den ja wirklich katastrophalen Zustand unseres Stadtwaldes. Und wir haben auch darüber informiert, dass wir viele Partner gewonnen haben, die uns unterstützen wollen bei der Wiederaufforstung des städtischen Waldes. Und eine der herausragenden Aktionen ist die mit der Hasseröder Brauerei. Eine uns allen ja bekannte Firma, hier ortsansässig und ein Traditionsunternehmen, bei dem viele Menschen aus Wernigerode und Umgebung seit Jahrzehnten arbeiten und wir natürlich alle auch zu den unterschiedlichsten Anlässen dieses Bier gern genießen. Und die Hasseröder Brauerei ist vor einigen Monaten auf uns zugekommen mit der Offerte, uns zu unterstützen bei der Neuanpflanzung des Waldes der Zukunft in unserem Stadtwald. Und diese Aktion, meine sehr verehrten Damen und Herren, findet heute hier statt, in der Nähe des Arme-Leute-Berges in Wernigerode, wo, wie man hier im Hintergrund sehen kann, der Waldzustand katastrophal ist. Und die Hasseröder haben heute mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fast 7000 Bäume in die Erde gepflanzt. Und es wurde deutlich, dass diese Aktion keine einmalige sein soll. Es sind Vertreter hier aus der Brauerei, unmittelbar aus Wernigerode, aber auch aus dem Marketing der gesamten Bundesrepublik. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei der Führungsspitze der Hasseröder Brauerei bedanken, die uns hier so tatkräftig zur Seite stehen und dieses als kein einmaliges Ereignis wissen wollen. Wir haben hier, wie gesagt, den Hasseröder Wald der Zukunft gepflanzt mit unterschiedlichsten Baumarten, die, so hoffen wir, die nächste Generation, die nächsten Generationen überleben wird und uns wieder einen schönen Stadtwald spenden wird. Ja, auch von uns ist das, glaube ich, eine tolle Aktion. Ich bedanke mich bei unseren Mitarbeitern, die heute zahlreich hier auch freiwillig erschienen sind, um einfach den Punkt zu setzen, hier wieder Bäume anzupflanzen, was ganz wichtig ist für unsere Region. Auch für unser Unternehmen ist es wichtig, nicht nur für die Wernigeröder, was natürlich wichtig ist, aber auch für die Touristen, die hierher kommen, dass es irgendwann auch wieder mal schön aussieht. Also ich fand es wunderbar, dass auch das Team wieder ein bisschen mehr zusammengewachsen ist. Allgemein, wenn man halt wirklich mal was schafft für die Natur und für unser Klima. Wir sind ja ein sehr nachhaltiges Unternehmen und das macht halt einfach mega viel Spaß. Also wir wollen jetzt versuchen, dass wir quasi jedes Jahr ein paar Bäume pflanzen, ein paar tausend, weil das halt heute wirklich so toll ist, dass wir denken, dass wir das öfter machen wollen. Ja, wir sind hier in zwar einer großen Gruppe, aber dann in kleinen Teams unterwegs und einer hackt, einer pflanzt und dann ist das Wichtigste, haben wir heute gelernt, wirklich auch sicherzustellen, dass die Lärchen tief im Boden verwurzelt sind, kein Sauerstoff mehr unten ist, sodass auch im Endeffekt hoffentlich 95% aller Bäume, die wir heute pflanzen, langfristig groß werden. Das Highlight ist, dass echt alle super motiviert sind, begeistert sind, das Wetter spielt mit. Ich glaube, es ist rundum eine sehr gelungene Veranstaltung.